Seit dieser Legislaturperiode ist Alexander Wulff von den Freien Wählern Stadtvertreter der Baler Stadt Güstrow. Die Aufwandsentschädigung, die er dafür bekommt, möchte er aber einem guten Zweck zukommen lassen. Letztes Jahr haben die Boxer vom SV Einheit eine Spende bekommen. In diesem Jahr sollten zwei Vereine begünstigt werden. Der erste Verein, der sich auf den Aufruf von Alexander Wulff gemeldet hat, war die Darts-Abteilung des GSC 09. Die Steel Bulls bekamen also eine Spende. Den zweiten Verein hat Alexander Wulff aus den restlichen Kandidaten ausgelost. Und das waren die G-Junioren der Fußballabteilung des GSC 09. Also war es nur ein Verein, aber zwei unterschiedliche Abteilungen. André Ieben von den Steel Bulls und Jan Tessenow von den Fußballern nahmen die Spende in Empfang. Erst beim Ausrollen kam die Summe zum Vorschein, die der Spender den Sportlern zukommen lassen will. Für jede Abteilung waren es 300 Euro. Die Dartspieler wollen mit dem Geld ihr neues Domizil bei der Volkssolidarität in der Neukruger Straße erweitern. Es soll dann Platz für circa die doppelte Anzahl von Dartscheiben sein. Die Fußball-G-Junioren, die im Alter von 5 bis 6 Jahren sind, freuen sich ebenfalls über das Geld. Damit kann neue Trainingsausrüstung gekauft werden.